Und ihr zwei seid verheiratet? Das ist so süß und altmodisch. Ja, unsere Feier war in einem verlassenen Wasserturm in Harlem. Wir hatten eine Mariachi-Band und eine Schlitterbahn. Wow. Oh. Es war großartig. Jamie wollte es richtig groß. Ohne Grund. Bei uns war es nur das Standesamt. Isaac und Benny laufen die Gleise entlang. Oh, schon mal gemacht sowas? Wir sind letzte Woche durch die Tunnel der D-Linie gelaufen. Nein, nein, haben wir nicht. Die sind in der Bar in Essex. Wollt ihr mit? Oh, wollen wir das? Es ist schon lange Schlafenszeit für uns. Ja, um 11 liegen wir meistens im Bett. Ich übernehme das. Danke. Ja, danke. Nein, schon gut. Ich mach das. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber ich würde dir wahnsinnig gern zeigen, woran ich gerade arbeite. Kommt uns doch am Wochenende besuchen. Ich mache gerade Herbstsorten. Die stellen die Filme nicht mehr her. Ich habe mir noch 400 Packungen gesichert, jetzt ist Schluss. Los, Wurm. Jamie ist ständig in Bewegung. Er ist immer auf dem Sprung, nicht so wie ich. Ich bin nicht der Typ dafür. Ihr solltet ihn mal auf Rollerblade sehen. Mir gefällt, wie ernst sie alles nehmen. Ständig machen sie irgendwas und sind so fasziniert voneinander. Ganz selbstlos. Und sie haben so einen Respekt vor uns. Ich meine, verglichen mit unseren Treffen mit Marina und Fletcher, da ist es, als redet jeder nur von sich. Sie stellen Fragen. Eigentlich haben sie nur dir Fragen gestellt. Als ich so alt war wie sie, hätte ich niemals jemanden wie mich angesprochen. Ich hatte einfach zu viel Angst. Sie waren gar nicht nervös. Du hättest ihm nicht sagen sollen, dass ich mit meinem Vater zusammenarbeite. Wieso nicht? Ich weiß nicht, er wird sehr ehrgeizig. Nein, ich glaube, so denkt er nicht. Bei ihm ist alles Prozess. Wo hat er eigentlich was von dir gesehen? eBay. Seine Schuhe sind toll. Irgendwo habe ich noch ein paar Budapester. Ich habe aufgehört, sie zu tragen, wegen dem Fersensporn. Es war fast so, als würde er dich studieren. Können wir sie am Wochenende besuchen? Wir sehen unsere richtigen Freunde fast nie. Wieso willst du dich jetzt mit zwei 25-Jährigen treffen? Wir sind auch nicht viel älter. Na gut, ein bisschen, aber du weißt schon. Wäre doch lustig. Sie bauten ein Haus aus lauter Zweigen. Und als der Wolf kam... Pustete er es um? Ja, aber was passiert dazwischen? Mir fallen nur die Schweine im Weltall ein, aber die haben damit nichts zu tun. Ich wusste nicht, dass ihr Kinder wollt. Das solltet ihr. Ja. Ihr wärt so tolle Eltern. Ich fand den Film echt cool. Die Szene mit den Hunden und dem Müll, wie haben sie das hingekriegt? Ich hab gesagt, halt auf die Hunde drauf. Genial. Wollen wir haben essen gehen? Du auf einmal mit 25-Jährigen rumhängen. Wir waren auch mal 25. Ist schon ein bisschen her, aber du weißt schon, das wird witzig. Wir haben ein interessantes Paar kennengelernt. Was geht ab, Freunde? Die können sich einfach für alles begeistern. Ihre Wohnung ist voll mit Sachen, die wir längst weggeschmissen haben. Aber bei ihnen sieht es toll aus. Mit ihnen zusammen zu sein, gibt einem diese Energie. Es ist ansteckend. Au! Willst du mich verarschen? Pass doch auf! Ich liebe dich! Okay. Man lernt mehr über sich, wenn man sich einfach davon überraschen lässt, was auf einen zukommt. Was ist das nochmal für ein Kurs? Hip-Hop! Wir machen uns Sorgen um euch. Was soll der Hut? Was? Du bist ein alter Mann mit Hut. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht mehr das Gefühl, ein Kind zu sein, das einen Erwachsenen imitiert. Es geht dir auch so. Josh, dein Ärmel brennt! Alles in Ordnung, Junge? Sie haben Arthritis im Knie. Arthritis, Arthritis? Ja, aber ich sag's immer nur einmal. Jamie! Jamie! Was ist nur mit uns los? Ich versuche, einen Film zu machen, der materialistisch und gleichzeitig intellektuell ist. Geht's um Gefängnis? Die Verurteilten für Schwarze? Nein, nicht nein. Und worum geht's dann? Ich will Kinder. Jedes Mal, wenn du ein bewusstseinserweiterndes Drogenerlebnis hattest, willst du Kinder haben. Nicht jedes Mal.